Wir haben, Sie merken irgendwie, ich bin nicht so ein tagespolitischer Kabarettist, mir interessiert es eigentlich nicht, was der Kurz sagt, was der Kern sagt, was der Strache sagt, das ist so Alltags, ich weiß nicht, das geht ja oft an unserer Wirklichkeit so vorbei, denke ich mal. Wissen Sie, was mich viel mehr interessiert, die Konflikte, die wir Menschen in uns tragen, dieses Problem und dieser Konflikt zwischen der wollte sein im Leben als Mensch, der wollte sein und der bin ich jetzt. Und das Interessante ist, die zwei, die können sich oft nicht einmal vom Sehen. Und die muss zusammenbringen, die muss zusammendrucken. Das geht ja nur mit Selbstbetrug plus Alkohol. Muss so zusammen. Widersprüche aus. Man hat so viele. Ich glaube zum Beispiel, ich lese so gerne Nachrichten, ich habe Zeitungen abonniert und schaue immer ZIP2 zum Beispiel. Ich glaube, Information ist Vorsprung. Das Interessante ist, ich merke mir null. Null. Ich schaue jeden Tag ZIP2. Meine Frau schaut nie. Die fragt mich manchmal um 11, du sag mal kurz, was gibt's denn Neues in der Welt? Und das ist so schockierend. Eine halbe Stunde nach dem Nachrichtenkonsum, Information ist Vorsprung, wie viel da zwischen den Synapsen noch hängen bleibt. Es ist elendig wenig. Ich denke dann immer scharf nach und sage meiner Frau, das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, wir verabschieden uns von den Zuschauern auf Dreisat. Also das. Aber wegen dem brauchst du nicht aufbleiben. Also das ist ein. Obwohl, ist ein wunderschöner Satz für den Weltuntergang. Der letzte Satz der Menschheit. Wir verabschieden uns von den Zuschauern auf Dreisat. Also. Einen letzten Satz hätten wir schon. Naja, Widersprüche. Das ist halt so. Muss man. Gut, wir leben in Österreich. Österreich ist das Paradies der Widersprüchlichkeit. Ja, wir haben ja durch diese Kleinteiligkeit. Das taugt man in Österreich. Österreich, haben Sie das gewusst, ist das einzige Land auf der Welt mit 9 verschiedenen Bienenschutzgesetzen. 9. Ich habe das recherchiert. Ganz Südamerika hat ein Bienenschutzgesetz. Und wir haben 9. Und wir sind ein Hauch kleiner. Manchmal denke ich mir, ist das ein visionärer Zugang vom österreichischen Landeshauptmann zur Biene? Vielleicht ist das, also man, vielleicht ist das ein Thema. Wenn eine Kärntner Biene rüber in die Steiermark fliegt, vielleicht ab der Grenze ist die verwirrt. Also die denkt sich, boah, also da ist alles anders. Also der Imker riecht nach Kernel und die Bienenkönigin summt nicht, die böt. Also das ist ja. Wir haben in Österreich 9 Fischereigesetze, 9 Jagdgesetze, wir haben in Österreich 9 Feuergesetze. Wieso eigentlich? Wieso ist das Feuer im Burgenland anders als das im Vorarlberg? Man, ist das ein Thema, wenn die Binkerfelder Feuerwehr in Dornbirn vor einem brennenden Haus steht, dass die sagt, das ist ein Hochwasser, das ist ein Hochwasser. Na, den brauchst du nicht googeln, das sehe ich. Pumpt man Keller aus, dann schauen wir weiter. Ha? Wir haben in Österreich, Wahnsinn, wir haben 9 Bauordnungen, wir haben 9 Taxiverordnungen, 9. Haben Sie das gewusst? Das ist echt interessant. Wir haben, es gibt eine Verordnung, du darfst in Wien als Taxifahrer während der Fahrt eine Jogginghose tragen. Ist wirklich geregelt. In Niederösterreich darfst du das nicht. Das ist wahr. Also wenn Sie mal von Wien nach Niederösterreich mit dem Taxi fahren, sind es nicht besser, wenn Sie der Taxi an der Grenze umzieht. Er muss. Der Föderalismus zwingt ihm. Es ist so absurd. Mittlerweile wissen Sie, was ich glaube? Die Geburt des Menschen ist Erfindung aus Österreich. Das haben wir erfunden. Die dauert 9 Monate, das kann kein Zufall sein. Also, da haben die Landeshauptleute ausgeschnupst, da bin ich mir sicher. Du wuchst für jedes Bundesland einen Monat in der Fruchtblasen. Das ist. Aber Widersprüche muss man aushalten. Auch Ängste, wir haben alle Ängste, wir haben ganz viele Ängste, alles widersprüchlich. Zum Beispiel, wenn man weiß, aus vielen Studien, finde ich immer wieder faszinierend, die Kinder in Australien, das weiß man, haben weniger Angst vor dem weißen Hai als die Kinder in Österreich. Schon interessant, weil man muss ehrlich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass da im Great Barrier Reef ein weißer Hai entgegenkommt, ist schon höher als am Ossiachersee. Es ist höher. Ein bisschen. Aber, also, falls der Ossiachersee eine Dreiecksflosse entgegenkommt, dann ist es wahrscheinlich ein übergewichtiger Vater, der sich völlig falsch eingeschätzt hat fürs Kindersurfbrett. Und aufgrund seiner Fehlberechnung oben nicht mehr Zipfel ausschaut aus dem See. Aber der ist nicht gefährlich, also für sich selber schon. Aber gut, den scheidet ja auch die Evolution mit guten Argumenten aus. Ne? Den werden wir aber im Gamepool nicht vermissen. Aber warum ist das so? Das ist ja das Spannende, warum? Das weiß die Gefahrenforschung. Die Gefahrenforschung hat herausgefunden, es ist deswegen so, weil die Kinder in Australien wachsen in der Nähe vom weißen Hai auf. Das ist ja spannend bei Gefahren. Je näher eine Gefahr im Leben oft kommt bei uns Menschen, umso kleiner wird die Angst. Das ist recht interessant. Deswegen haben australische Kinder angeblich sehr viel Angst vor solcher Volksmusik. Die kennen es nicht.
Da sage ich mir jetzt Therapie. Man, vielleicht sollte mal der Andreas Cavalier in Sydney am Hauptplatz ein Konzert geben, damit die Kinder dort merken, es tut vielleicht weh, aber es ist nicht tödlich. Der will nur spülen.